Und auf der Rundbahn 1500 Meter die Besten aus Württemberg. Da sehen Sie schon an der Anzeigetafel die Teilnehmer eingeblendet. Es gibt zwei, die wir Ihnen vorstellen wollen. Hier Holger Körner. Er trägt die Startnummer 106, ist der zweite der süddeutschen U23-Meisterschaften. Und dann gibt es noch Yannick Arbogast von der LG Region Karlsruhe, den wir mit der Startnummer 10 dann ganz außen sehen. Genau. Einer mit einem breiten Spektrum, war Teilnehmer bei den Cross-Country-Europameisterschaften. Sehr guter 10-Kilometer-Läufer, war Achter bei den deutschen Meisterschaften. Also sehen wir mal, ob es hier in Richtung 4 Minuten geht. Start 1500 Meter, liebe Zuschauer, und auch hier große Kulisse, große Möglichkeit, Bestleistungen zu verbessern. Vorne ist Holger Körner. An zweiter Position von der MTG Mannheim Frederik Giloy. So, wir sehen die erste Runde. Also zur Zeit, wenn das unter 4 Minuten werden soll, dann müssten es 32er Runden sein. Die waren es eben. Holger Körner läuft hier von der Spitze weg. Giloy an Position 2 und dann Sebastian Karl, der siebte der deutschen Meisterschaften, an Position 3 vom TV Lahr. Wir schauen mal rüber, ob es die 1:04 werden. Da drüben an der Startlinie. Oh, schneller. Guck mal hier, 61 für die erste Runde. Also, könnte eine Zeit unter 4 Minuten werden. Wir sind dabei, liebe Zuschauer, und helfen den Läufern. Der Holger Körner macht das hier von der Spitze. So, jetzt kommt langsam an Position 3 Joshua Sickinger, der auch schon unter 4 Minuten gelaufen ist, Bestzeit hat von 3,59. 1,36 müssen die da drüben haben, sind drunter, immer noch schnelles Tempo. Wer hilft ihm, wer macht was? Holger Körner hat sich da umgeguckt, aber die lassen den da verhungern. Nach dem Motto, mach du mal ein bisschen was. Giloy Sickinger. Jetzt ist auch Jan-Lukas Becker, ebenfalls von der LG Region Karlsruhe, an Position 4. 800 Meter Zwischenzeit, müsste 2:08 sein, ist schneller, 2:05. Und immer noch ist der Mann von der LG Region Karlsruhe vorne. Klasse Vorstellung hier, macht das von der Spitze weg. Frederik Giloy an Position 2. Dann der zweite Karlsruhe, Jan-Lukas Becker. So, und jetzt ist er raus, der Holger Körner, der hier Tempo gemacht hat. 2:40 hätte es sein müssen für die 4 Minuten und ist schneller. Frederik Giloy. Jetzt kommt Yannick Arbogast, der sich lange zurückgehalten hat. Und Sebastian Karl an dritter Position. 1200 Meter. Letzte Runde jetzt. In diesem 1500 Meter Lauf. Yannick Arbogast ist vorne. Frederik Giloy und Sebastian Karl, das sind die ersten drei. Und es wird eine schnelle Zeit. Es wird eine Zeit unter 4 Minuten auf jeden Fall. Yannick Arbogast ist der Sieger.
der Sieger, aber nicht schnell. Sven Rekilo an Position 2, dann kommt Sebastian Kahn und hier kommt der Sieger. Janik Arnogast. Zweiter, Frederik Kiloy. Dritter wird Sebastian Kahl. Und schauen Sie auf die Siegerzeit. 3 Minuten 51,55 Sekunden, liebe Zuschauer. Und das ist neue persönliche Bestleistung für den Sieger, Janik Arnogast.